Ach man, kommt auch nicht weg. Ja. 15 Bei Erz Erz. vorkommen heißt das bestimmt, ne? Bei Erzen kommen Oh Gott, das brennt hier immer im nur einer Rum. Eber raus. Was, wo Ja. brennt das? Hier der Wald brennt. Oh Warum? nein. Wald brennt. Oh Leute, echt Was habt jetzt? ihr gemacht? Rat mal, wer Ich das bin im war. Messer. Ich war es nicht. Ja, ich war's. Ja, Ich dachte, ich Warum dachte, ich zündest du den laber. Wald an? Ich will es mal sehen, ich finde das cool. Oh Gott, ey. Ich bin weit weg. Ja, hä, der brennt hier quasi direkt neben unserer Hütte. Nein, 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 nein. Ich bin bei 830 und 860. Ja, hier neben Das ist gar unserer nicht Hütte so weit weg. quasi brennt der Wald und Ich das wollte gerade Feuer sagen, unsere zieht Hütte ist zu bei uns hin. 700, 700, also. Ja, bei Ja, 750. Ich denke, es wird aber da mich nie im interessiert Leben das gar nicht. ankommen. Ich muss meine Strafe machen. Also kümmert ihr euch mal darum. Nö, toll. Ich sehe schon, dass gleich die Hütte abbrennt, ne, die ich gebaut habe. Nein, du Brennt das denn? Ach, Quatschkopf. da brennt das. Ja. Ahne, der Trick funktioniert jetzt auch nicht mehr mit dem seitlich gucken. Ist denn hier Hat. der Eingang? Wow, das wird ja mal richtig, richtig langweilig für die Zuschauer jetzt. Nein! Ja, was denn? Ich angel. Hast du meine Angel genommen? Ja, habe ich. Wie? Als du sagtest, sie ist da, wo ich nicht hinkomme, wusste ich, wo sie ist. Ich finde, das gibt eine Strafe, ne? Weil du bist unberechtigt in mein Zimmer gegangen. Was? Ja, das gibt eine Strafe, ne? Ich glaube nicht. Hä, natürlich. Ja, dann mache ich jetzt auch keine mehr. Hä, du darfst nicht Hä? einfach in mein Zimmer. Du darfst nicht in dein Zimmer. Nee, Du darfst dafür nie haben wir wieder in das mein doch. Zimmer. Wir können ab jetzt die Regeln einführen, dass man nicht mehr in die Zimmer der anderen darf und sonst eine Strafe kriegt, aber Hä, bisher nö. gab es die Aber Regel ja Christoph kann noch ja noch nicht. fragen, ich als Architekt musste da Dafür noch haben was wir die gucken. Zimmer eingeführt. Nein. Natürlich. Damit wir schlafen können, deswegen haben wir die Richtig. eingeführt. Mit welchen Betten? Ja, ich habe in meinem Zimmer ein Bett. Das war Ja, und meine Argumentation mit den Betten. Darauf ist keiner eingegangen damals. ich mache meine Strafe auch nicht mehr. Macht ja keinen Sinn. Was soll das denn jetzt heißen? Ich mache ja Du, eine Dom und Strafe Gummo. wohl. Ach ja, da mache ich meine auch nicht. Ja. Ja, da mache ich meine auch nicht. Wenn wir Nein, das so Arne, sind, mache ich das meine nein. natürlich auch Nein, nicht. nein, Ja, Arne, so. lustigerweise bin ich zufällig gerade fertig mit meiner Strafe hier, ne? Mann, hier in der Ja, ich auch. 15 Erz oder was das waren jetzt nicht viel, also. Aber Ja, drei trotzdem, ich finde das Kugelfische nicht gut, dass du schon. einfach in mein Zimmer gehst. Was soll das? Tschöpf. Ich dachte mir, da steht eine Der Truhe, da killt muss ich gleich, mal wa? reingucken. Und Bitte? der zielt nicht. Natürlich zählt er. Nö, der zielt Aber nicht. sowas von, aber sowas Ja, von. für dich, du musst, hast einen Tod. Dann am Nee, Ende der ist so zählt auch für peinlich, weil dich, du du musst seine eine Strafe. Taschentücher auf dem Boden liegen hast sehen. Was ist daran eigentlich so schlimm, wenn Taschentücher rumliegen? Die zerknöten. Schon benutzen. Wo er reingerotzt hat. Sein Zauberstab. Ich wusste es. Ja, ich baue mir gleich erstmal dann eine Endertruhe. Ja, Macht ja sonst wollte gar ich keinen auch Sinn haben. hier. Ja, wollte ich auch haben. Wenn die Leute eh einfach ins Zimmer gehen, dann stelle ich die Endertruhe in mein Zimmer und Wenn die dann. Leute einfach in mein Zimmer gehen, ist mir alles Ja! egal. Ja, vor allen Dingen, ne? Dann musst du dafür ja die Wand einreißen. Ja, ich habe da noch mal was umgebaut. Ich musste da noch mal Nee, was testen. nicht in meinem Zimmer, Christoph. So läuft das nicht. Dafür kill ich dich jetzt. Oh Mann. Meine Dann Güte, machst du ich eine kann auch Strafe, das nicht. ist ja bewusst, ne? Ja, aber wenn du Fische hast, klaue ich dir die. Ja, ich habe noch keinen einzigen Kugelfisch. Ich habe vier rohe Fische. Also irgendwie beißt hier überhaupt nichts. Oh, ich habe vier rohe Fische und einen rohen Lachs. Lex. Lachs, Lachs, Lachs. Boah, Gib wenn ich mir jetzt hier eine einen Stunde am Angeln bin, ne? Kamm. Ist scheiße, oder? Weil sollten wir spannender machen, währenddessen könnten wir noch über die Strafe diskutieren. Das Ja, haben mach wir die ja doch noch gar einfach. nicht, ne? Ach so, ja, richtig, richtig. Dann wird es ja gleich spannender. Über welche Strafe denn? Das ist egal, ich glaube, die Zuschauer sind da offen. Über die, die du noch offen hast? Oder allgemein über das Konzept. Über das Konzept, ah Ja. ja. Du meinst das Konzept, das davon abhalten sollte, dass man andere umbringt, ne? Ja. Nee, 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 nee. Was ja so gut funktioniert. Ja. Wie hieß das noch? Warcraft? Ach nee, Warcraft war ein anderes Spiel.
Minecraft, ja. Auch mit Craft, ne? Irgendwas mit Craften, ja, aber irgendwas mit Tod und Töten. Und ich, da komme ich so schnell durcheinander. Ja. Der Tat. So. Hat der Notch das eigentlich auch gemacht, dieses Warcraft? Ich glaube nicht. Dann war das bestimmt der Gates. Nee, da war der Schneesturm, glaube ich, beteiligt dran. Schneesturm? Ja. Gott. Sag mal, Arne, wie lange bist du jetzt eigentlich schon dabei? Schon mal gehört. Ja, seit Anfang an. Ja, nicht ganz Snowstorm. Die bekannte Firma Snowstorm. Hat die nicht auch diese Taschentücher gemacht? Was, Taschentücher? Alter. Könnt ihr mal einen Kugelfisch anbeißen, bitte? Ja, aber ich meine, wer kennt sie nicht, die Firma? Die veranstaltet ja schließlich jedes Jahr auch die SnowCon. Danke für diese Stille gerade eben. Das war so gut. War nach dem Witz, oder was? Ja, richtig gut. Ich habe den Witz gar nicht mitbekommen. Könntest du ihn nochmal vorlesen? Oh, geil. Den brauche ich nicht vorlesen, den habe ich mir selber ausgedacht. Erzähl nochmal. Nein, das hast du. Ich dachte, die Firma, die veranstaltet ja auch jedes Jahr die SnowCon. Ja. Oh nein, oh, jetzt hättest du nochmal nicht sagen dürfen. Oh, schade. Oh. Chris? Ja. Cent. Was? Sag mal. Na. Ich stelle jetzt mal die Frage, die uns allen auf den Nägeln brennt. Natürlich angel ich noch. Wo denn? Am Wasser. Am Wasser, hier sind vier Skelette. Oh Gott, das ist eine ganze Skelett-Armee. Hinterm Haus. Ich stehe auf einer Angelplattform. Ich stehe auf einer Angelplattform, die hat Saloman gebaut. Ich weiß nicht, vielleicht wird er jetzt böse, weil ich die einfach so betreten habe, ohne ihn zu fragen. Ja. Du darfst nicht meine Angelplattform nehmen. Alles, was in der Umgebung ist, ist ja unser quasi. Das ist halt mein Zimmer, ne? Mein Zimmer da. Ey, wo ist denn die Plattform? Die war doch hier. Ich will es auch mal sehen. Toll, wollt ihr sehen, wie ich hier im Regen stehe und angel, oder ja. Was? Toll. Vom Haus? Nein, wenn du vom Haus die an Plattform, die war doch hier, oder ne? Wenn du vom Haus... Keine Ahnung. Nee, die muss denn ganz da hinten noch. Was? Im anderen Wasser im großen Meer. Bist du auf die Koordinaten gesehen? Plus 530, minus 860. Ja, das Feuer lodert auch noch, ne? Bestimmt. Plus 530. Gucken. Plus 539, minus 862, ganz genau. Ja, ich sehe da hinten Ute ankommen. So ein pinker Pixel in der Landschaft, ganz einfach zu erkennen. Hallo! Wow. Minus hallo. Was? Bitte? Minus was? Du siehst mich doch schon, oder? Ach nee, das ist Saloman. Minus 860. Warte, man isst lieber noch mal vorher was. Was? Ja, ich hol mir erstmal meine Angel wieder, die er unberechtigterweise gewollt hat. Und wenn ich ihn dafür töten muss, wenn er mir die nicht gibt, dann ist das nicht mein Problem. Wenn du mich tötest, kriegst du eine Strafe, das ist dir bewusst. Nö, mach ich nicht. Doch. Zwing ich doch dazu. Wenn ich hier sterbe, wäre das echt toll, die Sachen wieder zu kriegen. Oh, jetzt kommt das Duell der Magier. Meine Angel. Wirklich das Duell der Magier. Gib mir meine Angel. Der war in deinem Zimmer, vergiss das nicht. Bist du. Ja, sobald ich sie nicht mehr brauche, kriegst du sie wieder, ist kein Problem. Oh, hat er nicht gesagt. Was? Hat er nicht gesagt, oh. Ja, das so. Gut. Lass mal auftauchen. Sag mal, Lukas, hast du deine Strafe eigentlich erfüllt? Hast du die schon überhaupt ausgewürfelt? Die erste ja, deshalb frage ich, ob er die erfüllt hat. Ja. Hast du auch die zweite schon erfüllt? Warte, habe ich noch gar nicht ausgewürfelt. Eben, also ab dafür. / Strafe, bitte. Ach ja, okay. Das ist auch okay. Oh, da waren gerade so viele Skelette vorm Haus. Ja, die sind immer noch da, die haben mich ein bisschen beschossen. Oh, hier sind richtig viele Skelette, also die Strafe ist jetzt gerade echt easy. Wir schießen hier.
Oder um es... Ach komm, ey, scheiß Zombie, geh weg. Oder um es mit den Worten aus Counter-Strike zu sagen, easy peasy lemon squeezy ist die Strafe. Let's. Rasch. Liegt mein ganzer Loot da eigentlich noch rum, Basti? Ja, klar. Okay, auch auf dem Meeresgrund oder... Überall verteilen. Also ich habe meine Angel mitgenommen, mehr habe ich nicht mitgenommen. würfelst du bitte eine Strafe aus? Nö. Sieben Minuten, bevor du die 10-Minuten-Regel überschritten hast. Ja, und dann? Was willst du machen? Mich töten? Du gehst als Vogel frei. Oh Gott. Hitze. Jeder kann dich töten, so oft er will, ohne eine Strafe dafür zu kassieren. Ja, wieso? Das mit den Strafen ist ja eh irgendwie hier. Jeder ja, dann höre ich jetzt so auch auf, hier zu angeln. Das bringt dann ja auch nichts mehr. Du bist in mein Zimmer eingebrochen, dafür gibt es eine Strafe. Wenn du das einsiehst, dann fällt auch eine Strafe aus, weil ich dich getötet habe, aber vorher nicht. Salomon, du hast 15 Moment. Das war deine Idee, dass es dafür eine Strafe gibt. Das haben wir nie als Regel abgesegnet. Du bist in mein Zimmer eingebrochen, dafür gibt es doch diese scheiß Zimmer, ey. Sonst können wir das ganze Haus gleich abfackeln, oder was? Fuck. Was hast du denn gemacht? Ich wollte mein Loot retten und bin dabei ertrunken, weil das auf dem Meeresboden rum... Also mein Stuff liegt auf dem Meeresboden rum. Und dann kommst du jetzt nicht dran? Nee, richtig. Bin ich bei ertrunken jetzt, dummerweise. Ich glaube, wir haben irgendwo in einer Truhe Wasseratmung. Ja, egal. Zahle 115 Tode. Das heißt, Special-Strafe. Ja. Frage ist mal, was ist das? Da wenigstens wieder was zu tun. Ja, den Wizard gleich töten, ne? Nee, das muss Arne machen. Nee, ich muss mit. Wieso, 15 Tode ist doch das, oder was? Nee, Arne muss das erstmal ausführen und dann musst du einen neuen Skelettkopf farmen. Weil der Wither ist ja dann, Nee, er darf dann den Beacon bauen. Das wäre dann der nächste Schritt. Was? Ja, kennst du nicht Beacon, ne? Nee, was ist das für ein Viech? Ja, siehst du, wusste ich's doch. Das erklär's mir doch. Und wir haben die Zimmer gemacht, einfach nur damit jeder für sich so irgendwo die Truhe hat für die Sachen. Ich habe eine Tür hingebaut, dass da keiner durch kann. Und ja, und ich habe die Wand daneben um die abgebaut. Aber ist der Sinn und Zweck einer Tür nicht, dass man da durch kann? Nee, er hat eine verzauberte Tür, durch die kann nur er genau durch. Und irgendwas muss mir das ja auch bringen hier, ne? Also, ja, wenn das finde ich nicht gut. Wenn du weiter geforscht hättest, hättest du ja auch die Wand verzaubern können, dass da keiner mehr durchkommt. Ertrinkst du jetzt nicht wieder, Christoph? Könnte passieren. Ich weiß, beim ersten Mal ist es passiert, warum soll es noch nicht passieren? Nein, tue ich nicht, weil diesmal habe ich mehr Leben, weil diesmal wurde ich auf dem Weg hierhin nicht schon von 100.000 Skeletten gehauen. Die übrigens alle weg sind. Ja. Ich lege dir was in die Truhe. Oh ja, gerne. 3 Kartoffeln. Das reicht erstmal. Nämlich so weit, dass ich Leben regeneriere und dann darunter gehen kann, um den Rest meines Stuffs zu holen. Dann hole ich das mal. Wo ist das denn? Auf dem Meeresboden verteilt. Oh, ich flipp hier gleich aus. So dunkel hier. wenn du Optifine drin hast, mach mal Clear Water an. In den Grafikeinstellungen. Ach, und die Spawn. Kostet ja nichts. Oh, das wird aber ganz schön knapp, du. Du musst jetzt 2 holen, Arne. Ohne Rüstung, möchte ich nochmal betonen. Mit einem Herzen überlebt. Ja. Aber du hattest ein Looting-Schwert. Muss ich erstmal ein bisschen regenerieren. Das hat mir auch nichts gebracht. Ja, ja. Natürlich. Das hätte mir nur was gebracht, wenn ein Skelett 2 Köpfe gedroppt hätte. Weißt du, was mir gerade einfällt? Man kann doch auch unter Wasser mal ein bisschen atmen. Wie denn? Mit einem kleinen Trick. Zäunen. Ja, mit Zäunen, aber die habe ich jetzt auch nicht bei. Ich überlege gerade, ob das auch mit Fackeln geht. Nee, die kannst du doch unter Wasser gar nicht platzieren. Sicher? Ja. Basti, du hast noch eine Strafe offen, du hast noch 3 Minuten, sie anzutreten. Ja, dann komm hier und töte mich. Ich werde nicht der Einzige sein. Ich glaube, Lukas wird sich freuen. Ja, macht nichts. Ich mach das. Doch, das geht mit einer Fackel unter Wasser. Ah, oh, okay. Los, töte mich, Lukas. Nein, ich bring dich nicht um. Du hast noch... Nee, du hast schließlich noch 3 Minuten. Du hast noch was gut bei mir, deswegen werde ich dich nicht umbringen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich auch alles, was hier rumliegt. Ja. Dann kann ich dich jetzt töten, wenn du in die Oberfläche kommst. Ja, dann kriegst du aber eine Strafe, weißt du. Kein Problem. Ja, die macht er eh nicht. Magst du mir mal den Stuff geben, den du noch das so hast?
Das bestimmt auch, das kenne ich nicht. Das kenne ich auch nicht. Ja, das ist Soundcraft-Stuff. Ich will einfach heulen. Rottenfleisch habe ich hier in unserem Quartier. Ach, so den kannst du behalten. In dieser Stunde. Der Aufnahme. Aber nein. Das Wichtige.